Herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Freitag, den 11.04.2014, 19.40 Uhr ganz genau. Nach einem versöhnlichen Wochenstart begannen die Aktienindizes zu korrigieren, bis heute tief in den Freitag hinein. Auch heute verlor der DAX wieder einige Prozent, um genau zu sein 1,8%, pendelt hier über 170 Punkte im Minus. Aber auch die amerikanischen Indizes, beispielsweise hier der Nasdaq, der S&P, der Dow Jones, tangieren hier locker die 1%-Marke im Minusbereich. Alles in allem muss man sagen, von Gold, Silber und dem Euro-US-Dollar gingen heute, an dem heutigen Freitag, wenige Impulse aus. Beginnen wir erstmal mit Gold. Wir hatten ja gesagt, erstmal erwartete Seitwärtsphase hier zwischen der 13,13 und der 13,27er Marke. Das soll auch vermutlich heute so bleiben. Der Wochenschlusskurs wird vermutlich sich in diesem Bereich einpendeln. Nächste Woche dann die Ausbruchsmöglichkeit über hier der 13,27 bzw. 13,28er Marke. Also 1.328 US-Dollar pro Feinunze. Bärischer wird es erst hier unter 1.300. Wie sieht es aus in Brent? In Brent hatten wir gesagt, der ist noch zu stark unterstützt, um ihn zu shorten, aber auch momentan hier zu stark begrenzt, um ihn long zu nehmen. Ein Long wird hier über 108,20 US-Dollar möglich. Diesbezüglich hat sich an unserer Prognose nichts verändert. Der britische Pfund testete heute im späten Handelsverlauf die bullische Flagge, reagierte sofort. Hier ist er jetzt noch unterstützt, 1,6720. Sofern wir so schließen, trotz der Tatsache, dass wir hier einen Evening Star haben, spielt letztendlich keine Rolle, weil es immer noch erstmal als Pullback zu werten ist. Sofern wir so schließen, haben wir Potenzial nach oben, haben wir Potenzial ansteigen zu können. Nächste Woche wird sicherlich hier nochmal, sagen wir mal, ein Kampf um dieses bisherige Jahreshoch aus dem Mitte Februar, glaube ich, bei 1,6820 stattfinden. Das sind so hier die wichtigen Marken, in denen der britische Pfund US-Dollar momentan letztendlich läuft. Der Euro-US-Dollar aktuell hier, hatten wir gesagt, eine kleine Korrektur würde nicht wundern. 23,6er, 38,2er. Er ist noch nicht mal bis zum 23,6er gekommen. Nichtsdestotrotz aktuell eingespannt. 1,39, psychologische Marke nach oben und Unterstützungen hier an diesen Retracements. Ein Split wäre sicherlich zu stark, aber ein Split könnte man hier unten sicherlich ansetzen, wenn er nochmal tief korrigieren sollte. Ansonsten kurzer Scalp über der 1,39er Marke bis in den Bereich von 1,3960 nächste Woche sicherlich denkbar. Aber je mehr es hier in den Bereich der Jahreshochstände geht, würde ich hier im Prinzip keine Long-Position mehr allzu stark aufbauen. Das bedeutet einfach nur hier, sofern es ja, über die 1,39 geht, spätestens 1,3970 ist der Widerstand schon relativ groß und vermutlich sehen wir dann eine Korrektur. Das nächste richtig bullische Signal, also im Prinzip ähnlich das, was wir hier gesehen haben beim Bruch dieses Abwärtskanals, das nächste bullische Signal wird dann vermutlich erst über dem aktuellen Jahreshoch stattfinden. Australische Dollar, US-Dollar, momentan in einem kleinen korrektiven Szenario. Das Momentum geht hier ein bisschen flöten, verpufft hier so ein wenig. Long-Möglichkeiten immer noch bei 0,9350 bzw. 0,9310. Euro-Australisch-Dollar, der Pullback hier unten hat ganz gut funktioniert, 40, 50 Pips inklusive Spread, ist natürlich jetzt nicht unbedingt die heftige Bewegung, die man hier erwarten hätte können, aber es war zumindest ein Abpraller, damit konnte man sicherlich einige Scalping-Pips erwirtschaften bzw. ertraden, ansonsten nachhaltige Impulse erst dann, wenn wir hier auch die Seitwärtsphase bullisch bzw. bärisch brechen. Australisch Dollar, japanisch Yen hat sich nichts getan. Wir bleiben bei der Prognose. Ein Long-Einstieg hier bei der 94,60er Marke oder ein Durchbruchsszenario hier über den Hochs bei 96,65 japanischen Yen pro Australisch Dollar. Hier unten aber nur dann, wenn er auch eine schöne untergeordnete Bodenbildung vollzieht. Euro NZD war auch interessant. Hier der Pullback war 65 Punkte stark. Alles in allem hat er hier immer noch die Möglichkeit, sich zu stabilisieren. Ein Short Setup wird aktiv, sollten wir hier unter die 1,5940er Marke fallen, ansonsten kann er hier eigentlich weiter laufen gelassen werden. Britisch Pfund, kanadisch Dollar, ja, mehr oder weniger, ist hier kurzzeitig nochmal 38 Pips eingebrochen, ist aber halb so wild. Das Ausbruchstief in dieser Form, das ist ja letztendlich
hier. Das heißt, rein markttechnisch gesehen, fachlich gesehen, muss der Stop hier unten liegen. Jetzt natürlich, nachdem wir hier dieses Tief markiert haben, könnte man theoretisch das als Zwischentief anerkennen und den Stop nachziehen auf die 1,8266 Mark, also 66er Mark ungefähr, bleibt aber weiterhin long einzuschätzen. Gut, schauen wir uns mal die Aktienindizes an. Was ist da passiert? Also, der S&P ist erstmal nach unten durchgebrochen, schließt vermutlich auf dem Wochenschlusskurs so. Das ist ein aussagekräftiges Zeichen und vor allem ist das eine durchaus starke Formation, die wir hier sehen. Auch so eine Art Evening Star, nur eben mit vier Kerzen, leichte Abänderung und das sieht erstmal nicht positiv aus. Theoretisch erwartet uns jetzt erstmal eine Korrektur hier bis tief in den Bereich dieser 50er Wochen EMA. Letztes Tief 17,43 ist hier die Marke, die man anpeilen kann. Alles in allem ist das möglich. Zumindest jetzt nach dem Bruch dieser Seitwärtsphase, selbst wenn wir wieder Long-Impulse sehen, sind diese mit Vorsicht zu genießen. Auch hier der Pullback ist momentan nicht wirklich positiv. Das kann sich wieder letztendlich umkehren, aber nur dann, wenn wir über 1844 ansteigen können. Wenn wir hier diese Tief, also erstmal diese Ausbruchszone hier unten, die 1835er als auch hier die 1843er Marke, wenn wir die wieder zurückerobern könnten. Aber in der gegenwärtigen Situation muss man sagen, ist ja stark durchgebrochen. Die nächsten untergeordneten Short-Impulse könnten stattfinden, wenn wir hier dieses lokale Zwischentief nach unten aushebeln. 1819 wäre hier die Marke, die dann zu Fortsetzungsverkäufen führen sollte. Dow Jones auch durchgebrochen, könnte nächste Woche hier in diesem Bereich korrigieren, dieser letzten Tiefs. Wird sehr, sehr interessant, das zu sehen sein, wie er da nochmal reagiert. Aber auch hier Bruch der Trendlinie. Test der 16.000er Marke könnte wahrscheinlich werden. Und den Nasdaq angucken, auch da muss man sagen, der hatte schon vorher Verkäufe, starke Verkäufe zu verzeichnen. Eine interessante Long-Möglichkeit könnte hier in der Tages-200er letztendlich vorhanden sein, in 60 Punkten circa. Die liegt aktuell hier auch bei der psychologischen Marke von 3.400 Punkten. Also alles in allem wäre das hier noch eine Unterstützung, die ihn halten könnte. Dadurch, dass wir jetzt hier auch schon lokale Tiefpunkte ausgebildet hätten, wäre das kurzfristig aber dann eine Trendwende. Also das ist mit Vorsicht zu genießen hier, dieser Abpraller als Scalp, als ersten Scalp, als Abpraller sicherlich denkbar. Das bedeutet, man könnte im Prinzip hier hier ist auch die Tages-200er und die Wochen-EMA, also man könnte hier einen Scalp probieren, den ersten Abpraller traden, hier in dem Bereich von 3.400 Punkten, beziehungsweise nochmal einen Scalp bei 3.440 Punkten nächste Woche probieren. Das wäre noch möglich, aber sollte es auf Wochenbasis langfristig gesehen unter 3.300 Punkte gehen, dann hätten wir ein großes Korrekturszenario mit von mindestens 400 Punkten, 500 Punkten im Nasdaq. Aktuell sehen wir hier stärkere Verkäufe und die entscheidende Marke wird sein 3.400 bzw. 3.340 Punkte. Der DAX durchgebrochen. Auch hier hatten wir gesagt, erst wenn er wirklich darunter schließt, wenn er es tatsächlich dann bricht, dann ist er weiterhin short und ist halt durchgebrochen, war hier 74 Punkte, dann fast schon im Plus, inklusive schönem Pullback hier, wie man sie sehen kann. Auch da sieht man aktuell ähnlich wie im S&P 500, fast ähnlicher Chart hier, dass es weitergehen kann, sofern wir hier die 9.255er Marke brechen. Bullish muss man sagen, ist der DAX erst wieder zu werten, wenn wir hier über die Marke von 9.417 Punkte ansteigen können. Dann hätten wir Potenzial. Idealerweise brechen wir auch noch diese abwärts verlaufende Trendlinie. Das wäre hier noch ein Trade, den man machen könnte dann, aber da muss er erstmal hinkommen. Momentan liegen die Widerstände schwer und eine Trendfortsetzung unter 9.253 Punkte ist hier wahrscheinlich. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, nicht nur heute, sondern auch für die gesamte Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder zu den Webinaren und zu den Ausgaben, zu den morgendlichen und abendlichen. Für heute war es das erstmal. Ich sage an dieser Stelle wie immer Good Trades, wenn Sie mögen, bis bald und ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und bis bald.